1899 FM. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von 1899 FM auf das Allerherzlichste und freue mich heute als Gast niemand Geringeren als den Sportdirektor des SK Rapid begrüßen zu dürfen, Zoki Barasic. Danke für die Zeit und danke für das Kommen. Ich weiß, Termine, du hast sehr viele Termine, sehr viel los. Dessen umso mehr danke, dass du heute gekommen bist. Zu Beginn möchte ich dich bitten, dass du uns ganz in wenigen Worten deine Karriere als Fußballer kurz wiedergibst. Du bist ja in den Jahren 93 bis 97 bei Rapid gewesen, aber du hast ja vorher schon eine Karriere gehabt als Fußballer und nachher auch. Vielleicht kannst du das in wenigen Worten ganz kurz schildern. Ja, ich habe mit 6 oder mit 7 Jahren bei Arezzo Auto begonnen, Fußball zu spielen. Rapid, Austria, Vienna und Sportclub sind auf mich aufmerksam geworden. Ich habe mir aber dann entschieden, zu Rapid zu gehen mit dem 10. Lebensjahr. Ich habe dort alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ab 17, 18 Jahren war ich das eine oder andere Mal auch bei der Kampfmannschaft mit dabei, sei es beim Training oder bei Freundschaftsspielen. Unter Vlatko Marković dann mit 18, das war 1988, habe ich die Wintervorbereitung durchgemacht mit der Kampfmannschaft. Habe dann einen Profivertrag bekommen im darauffolgenden Sommer, nachdem ich meinen Beruf abgeschlossen habe. Das war der des Gaswasserinstallateurs und Heizungsbauers. Ein halbes Monat später oder einen Monat später hat sich dann ergeben, dass ich zum Wiener Sportclub leihweise wechseln habe können. Da bin ich mit 3 anderen jungen Spielern zum Wiener Sportclub gewechselt und so hat meine Bundesliga-Laufbahn begonnen. Ich habe dann 2 Jahre beim Sportclub gespielt. Dann bin ich ein Jahr zum VfC in die zweite Liga verliehen worden, danach ein Jahr nach Mödling. Also bin 4 Jahre ausgeliehen worden von Rapid. Habe, nachdem ich einiges an Matchpraxis dann am Buckel gehabt habe, hat mich Rapid zurückgeholt und dann habe ich in der Kampfmannschaft gespielt. Ich glaube 3,5 Jahre bis 97. Nachdem ich dann der Ernst Dokupil als Trainer nicht mehr gebraucht hat, habe ich dann beim FC Linz angedockt. Da habe ich mich nicht sehr, sehr, sehr wohl gefühlt, beziehungsweise der FC Linz ist an den LASK verkauft worden. Und für mich ist dann nach 6 Monaten weitergegangen zum FC Tirol. Dort habe ich 5 wunderbare Jahre verbracht. Und zum Abschluss habe ich dann noch 2 Jahre lang bei Admira Wacker Mödel gespielt. 2006 hat deine Trainerkarriere, wenn man das sagen darf, begonnen. War das für dich immer der vorgezeichnete Weg, nach der Profifußballkarriere Trainer zu werden? Ich wollte Trainer werden, habe auch die dazugehörige Ausbildung durchgemacht. Allerdings hätte man nicht im Traum erwartet, dass meine erste Trainerstation der SK Rapid Wien und das die Kampfmannschaft sein wird, als Co-Trainer vom damaligen Cheftrainer Peter Backhult. Da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, aber wie gesagt, das ist schneller gegangen, als ich mir erwartet habe. Ich hätte mir eigentlich gedacht, ich werde vielleicht in der Regionalliga beginnen, als Cheftrainer tätig zu sein, aber wie gesagt, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, und die hat sich damals ergeben, und dafür bin ich dem Peter Backhult heute noch sehr dankbar, dass er mich da mitgenommen hat. Und wie gesagt, so hat meine Trainerlaufbahn begonnen, als Co-Trainer von Rapid in der Kampfmannschaft. Du bist ja jetzt seit 2019 Sportdirektor. War das eigentlich geplant von dir, dass du diese Position als Sportdirektor oder wolltest du eigentlich weiter Trainer sein? Oder wie ist dieser Wechsel der Positionen dann gekommen? Es war definitiv nie so geplant. Davor war ich ja bei Olympia Ljubljana tätig als Trainer und da war es bereits mit dem Präsidenten, mit dem dortigen, so ausgemacht, dass ich nicht nur als Trainer, sondern auch als Sportdirektor fungiere, in einer Doppelfunktion. Da hat es aber gewisse Unstimmigkeiten gegeben, sodass ich dann den Verein verlassen habe, beziehungsweise dass wir den Vertrag aufgelöst haben. Und in weiterer Folge habe ich mir schon gedacht, als Trainer tätig zu sein. Die Position des Sportdirektors beim SK Rapid Wien hat sich eigentlich zufällig ergeben. Es haben etliche Gespräche stattgefunden.
mit dem Präsidenten und auch mit einigen anderen Entscheidungsträgern. Dann, genau in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Angebote gehabt, als Trainer tätig zu sein, ja, auch in verschiedenen Ländern. Aber ja, ich habe mich dann auf das fokussiert, dass ich Sportvorstand oder Sportdirektor beim SK Rapid Wien sein möchte. Und glücklicherweise hat es dann auch geklappt. Ohne da jetzt zu sehr mit ins Detail zu gehen, das Thema ist ja schon sehr oft besprochen worden, deine Ablöse 2016 verlief ja nicht ganz friktionsfrei. Hat das in deinen Überlegungen irgendwie eine Rolle gespielt, diese Position anzunehmen, oder war das dann zu dem Zeitpunkt eigentlich alles aus der Welt geschafft? Es war für mich zu dem Zeitpunkt alles aus der Welt geschafft, weil es hat einige Gespräche gegeben mit dem Präsidenten Michi Kramer. Es wurde die Vergangenheit aufgearbeitet und insofern, ich habe ja auch Rapid verlassen im Guten. Also ich bin ja jetzt nicht, ich habe nie etwas Schlechtes über Rapid gesagt oder man hat nirgends irgendwo irgendetwas Negatives lesen können. Und als sie die Gelegenheit ergeben hat, als Sportdirektor damit zurückzukommen, war schon so, dass ich mit dem Gedanken zurückgekommen bin, dass ich da etwas mit aufbauen möchte, um Rapid wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Ja, also, aber ich habe nie einen Groll gehegt gegen Rapid. Das war für mich eigentlich nach diesen Gesprächen mit dem Präsidenten abgehakt. Jetzt ist Sportdirektor natürlich ganz was anderes wie das Trainerdasein. War das für dich eine sehr, sehr große Umstellung, nicht mehr jeden Tag am Platz zu stehen? Und vor allen Dingen, was man so hört, warst du ja schon in deiner Trainerzeit, hast du ja sehr viel auch mit Transfers und Spielerbeobachtungen zu tun gehabt. Hat dir das geholfen? Ist das so quasi der Background für diese Position? Ich glaube, dass meine Arbeitsauffassung als Trainer schon speziell war, dass ich über den Tellerrand geblickt habe, dass ich mir immer wieder über die Zukunft der Kampfmannschaft, aber auch der Zweiermannschaft Gedanken gemacht habe, was man und wo man sie verbessern können, was noch zu tun ist, um die nächsten Steps in unserer Entwicklung zu machen. Klar hat mir das geholfen, aber ich glaube generell, dass es in meinem Naturell liegt, dass ich gern arbeite, dass ich gern im Fußballbereich arbeite, und ich glaube, jeder Einzelne, der in der Bundesliga tätig ist, muss froh sein und darf froh sein, dass er auf dieser Position arbeiten darf, und ja, bei mir ist es nicht anders. Natürlich ist das Arbeitspensum enorm. Du hast verschiedenste Abteilungen zu leiten. Es beginnt ja bei der Kampfmannschaft, aber da ist es noch lange nicht zu Ende. Da gibt es ja noch die Zweiermannschaft, es gibt die Akademiemannschaft und den Nachwuchs und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge zu tun. Und abseits dessen hast du noch Verpflichtungen gegenüber dem Club, was auch die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Also, so wie jetzt zum Beispiel. ja, also es ist ziemlich aufwendig, es macht mir aber Spaß, und ja, werde mich bemühen, dass es dem Verein in Zukunft gut geht. Würdest du sagen, dass deine Zeit der Einarbeitung jetzt schon vorbei ist? Bist du jetzt schon in dem Sportdirektor-Flow oder bist du immer nur ein bisschen Trainer? Nein, ich habe mir selber diese Zeit nie gegeben. Es ist ja sehr stressig gewesen, weil nachdem ich gekommen bin, es war ja die Situation nicht ganz einfach für den Club. Das hat man auch überall gespürt, dass sehr viel negative Energie da war. Nun auch, es war ja nicht unbedingt der sportliche Erfolg vorhanden in der Meisterschaft. War sehr viel Unzufriedenheit vorhanden, als ich gekommen bin. Kurz danach war die Meisterschaft eigentlich schon zu Ende, und du hast eigentlich schon begonnen mit den Planungen für die kommende Saison. Dann kommt die Transferperiode, die erste, und da ist schon von Anfang an ins Eingemachte gegangen, wie man so schön sagt. Dann, das ist ein guter Übergang. Transfer ist eigentlich der erste Block, den ich ganz kurz besprechen wollte. Es gab Abgänge mit Pavlovic und Ivan, die sind verliehen. Ja. Besteht da jetzt, unter Anführungszeichen, nicht die Gefahr, dass die im Sommer wieder da sind? Also bei Ivan war es so, dass wir die Option nicht gezogen haben. Folgedessen haben wir den nicht verliehen, der gehört nicht uns. Beim Pavlovic war es so, dass er nach Zypern verliehen wurde, genauso wie der Danny Aller zu Levski Sofia. Beim
also ich kann jetzt nicht sagen, beide Vereine haben Option auf diese beiden Spieler. Ob sie ziehen, wird man sehen. Für den Pavlovic läuft es momentan sehr, sehr gut. Beim Danny Aller könnte es etwas besser laufen. Werden wir noch schauen, was die kommenden Monate bringen. Hinsichtlich dessen kann ich jetzt nicht irgendeine Prognose abgeben. Warum hat es mit Danny eigentlich nicht funktioniert? Hast du da noch einen Einblick gehabt? Ich meine, es hat ja zum Schluss auch in deiner Ära hat es ja auch nicht ganz mehr funktioniert. Eigentlich verstehen das viele nicht, weil er die Qualität grundsätzlich ja hat. Passt er nicht in das Spielsystem oder an was, würdest du sagen, ist es gelegen? Also als ich noch Trainer war, war es so, dass sich der Danny zweimal schwer verletzt hat, sehr schwer verletzt hat und vor allem ich dafür war, dass man seinen Vertrag damals verlängert. Als er zurückgekommen ist, das hat einige Zeit gedauert, das ist ganz klar. Ist auch nicht so in den Rhythmus gekommen oder in den Flow gekommen, den er eigentlich braucht, damit er der Spieler ist, der sein kann. Das hat er in weiterer Folge dann bei Sturm Graz bewiesen und gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist, der weiß, wo das da steht, der irrsinnig intelligent ist. Ja, und das letzte Jahr bei Rapid war, glaube ich, jetzt auch nicht so zufriedenstellend für ihn. Jetzt weiß ich nicht, wieso. Ich habe da jetzt keinen Einblick, was im Training passiert ist oder auch in den Spielen. War jetzt nicht up to date, was das betrifft. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig war, auch für den Danny, dass es einmal für ihn wieder so eine Art Luftveränderung gibt. Gut. Bowling-Goli. Das ist ein offenes Geheimnis, dass er Rapid das Sprungbrett gesehen hat. Das hat er von vornherein immer kommuniziert. War aber, glaube ich, einer derjenigen, der aber bis zum Schluss eine Leistung gebracht hat. Jetzt gab es an dem Transfer nicht per se die Kritik, dass er weggeht, sondern es gab anfänglich die Kritik, ob er nicht diese kolportierte Summe, die da so herumschwirrte, 3,5 Millionen, ob das nicht für einen Spieler seiner Qualität, in seiner Position links, sehr offensiv, nicht zu günstig war. Noch dazu zu einem Verein, der relativ finanzstark ist, beziehungsweise auf seiner Position einen Spieler verkauft hat, der angeblich 25 Millionen eingebracht hat. Das war so eine Kritik, die man so ein bisschen vernommen hat bei den Fans. Ich dachte, das 3,5 Millionen ist in den heutigen Transfersummen irgendwie, schien es einigen zu wenig zu sein. Okay, wie entgegnest du dem? Ja, also zunächst einmal zur Summe. Wir reden hier nicht von 3,5 Millionen, sondern von einer Summe, die nicht kommentiert. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir schon einen linken Verteidiger verkauft haben um eine schöne Summe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Rapid nicht im oberen Playoff gespielt hat in der Meisterschaft, ist das schon aller Ehren wert. Zeigt wieder einmal, dass es möglich ist. Aber doch europäisch gespielt hat, ne? Gespielt hat, aber wie gesagt, das ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass die Scouts nur zuschauen, wenn internationale Spieler stattfinden, sondern natürlich auch, wenn nationale Spieler stattfinden. Bowling-Goli wollte unbedingt weg, es hat sie die Chance oder die Möglichkeit ergeben, auf der Insel zu spielen, da ist seiner Meinung nach näher an der Premier League dran. Und für uns hat die Summe gepasst und dann haben wir ihn ziehen lassen, auch mit dem Wissen, dass wir schon im Hintergrund einen Spieler haben, der diese Lücke sehr schnell oder schnellstmöglich auch schließen wird können. Jetzt, das ist der Maxi Ullmann. Genau. Da komme ich dann gleich dazu, noch eine Frage. Würde ein bisschen interessieren, wie rennt so ein Transfer? Also ein bisschen, kannst du uns ein bisschen, so weit du halt darfst, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Wie läuft so ein Transfer eigentlich in Wahrheit wirklich ab? Boah, das ist verschieden. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Das, jeder einzelne Transfer ist anders. Ob jetzt Abgang oder Zugang. Man kann keinen Verkauf oder Einkauf mit dem anderen vergleichen. Das ist wirklich völlig, völlig verschieden. Bei uns ist es so, wie gesagt, wir haben nur sehr, sehr kurze Zeit gehabt. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dass ich Spieler, die wir holen zu uns, dass ich die
länger im Auge habe und diese beobachte und beobachten lasse, damit ich mir so sicher wie möglich bin, dass das der richtige Transfer ist für unseren Club. Wir haben da ein bisschen improvisieren müssen. In der letzten Transferperiode, ich glaube, das ist uns insgesamt ganz gut geglückt. Ich glaube, dass wir als Mannschaft sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch was die Mischung betrifft und was die Geschwindigkeit und die Dynamik betrifft, wo wir uns ja verbessern wollten. Ich glaube, dass wir grundsätzlich insgesamt mit dieser ersten Transferperiode unter meiner Leitung, glaube ich, durchaus zufrieden sein kann. Aber grundsätzlich wird nur auf Vereinsebene untereinander kommuniziert. Also die Manager sind... Naja, sozusagen Spiel auf Zuruf. Das bedeutet, dass dir verschiedenste Manager Spieler offerieren. Man kann davon ausgehen, dass es so an die 150, vielleicht mehr Spielervermittler oder Manager sind, wo dir jeder 5 bis 10 Spieler oder vielleicht auch mehr schickt. Und das schaffst du einfach nicht, diese ganzen Spieler, also so viele Spieler abzuarbeiten, das geht einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Freund davon, dass ich sage, ich rufe jetzt ein paar Spielervermittler an und gebe ihnen den Auftrag, für diese und jene Position einen Spieler für mich zu finden oder zu suchen. Das bin ich nicht, sondern ich will, dass zu 95% wir als Club das in der Hand haben, sprich wir sichten Spieler, wir scouten Spieler, anhand dessen entsteht ein Schattenteam. In weiterer Folge wird dann ins Detail genau nochmal geschaut. Das bedeutet, es werden Trainingseinheiten beobachtet, damit man etwas erkennt, was den Charakter des jeweiligen Spielers betrifft. Ja, und wenn man sich dann sicher ist und wenn er natürlich ins Budget passt, weil ohne dem geht es ja gar nicht, dann wird versucht, diesen Transfer über die Bühne zu bringen. Und wie ist es dann mit dem Koya passiert? Weil da wird man ja jede Woche hingeflogen sein. Nein, mit Koya war es so, dass ich durchgegangen bin, sämtliche Listen, und dass ich auf den Koya gestoßen bin, dass wir das dann vorbereitet haben mit seinen Aktionen, dass wir uns Spiele angeschaut haben auf Video. In weiterer Folge natürlich den Trainern präsentiert haben, die sehr positiv angetan waren. Parallel dazu haben wir natürlich erkundigt bei sehr, sehr vielen Trainern, Co-Trainern, die in Japan noch immer arbeiten oder gearbeitet haben, die den Koya auch kennen, ihn uns skizziert haben, aber nicht nur was das Sportliche betrifft, sondern auch das Charakterliche. Ja, und dann habe ich den Chef-Scout rübergeschickt nach Japan, um ein Gefühl zu bekommen für den Spieler, der ihn dann beobachtet hat, der sich auch mit dem Spieler getroffen hat, auch mit dem Management. Und da waren wir uns dann sicher, dass wir den Spieler Koya Kitagawa zu uns holen wollen. Und dann haben wir an dem gearbeitet und das hat einige Zeit gedauert, aber wir haben das ganz gut über die Bühne gebracht. Der Filip Stojkovic scheint mir ein Spieler zu sein, der von der Qualität her eigentlich sehr schwer nach Österreich zu bekommen ist. Zumindest die zwei Spiele, muss ich zugeben, die ich jetzt gesehen habe, in Salzburg und dann letzte Wochenende in Mattersburg. Wie ist das gelungen? Er gilt als Problemboy, als Problemspieler. War das ein Grund, warum man ihn loseisen konnte? Das glaube ich definitiv nicht. Das war zum einen sehr glücklich, dass wir diesen Spieler, Filip Stojkovic, bekommen haben, weil einfach die Situation, seine persönliche Situation damals für ihn nicht positiv war, das muss man so formulieren, aber ohne dass jetzt dann einen Grund geben hat. Es ist so, dass der Trainer Vladan Milivojevic bei mir hospitieren war, als ich noch Rapid-Trainer war. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Er war Trainer bei Čukarički, als der Filip Stojkovic bei ihm gespielt hat. Čukarički hat gespielt in der Europa League Qualifikation gegen Grödig. Da ist mir der Filip Stojkovic zum ersten Mal aufgefallen. Wir haben ihn natürlich auch weiterhin beobachtet. Hat sich dann sehr, sehr gut weiterentwickelt bei Roter Stern Belgrad. War ich sehr erfolgreich, war Vizekapitän. Und es war dann so, dass eben durch diese Situation, in der der Spieler jetzt geraten ist, ohne dass er etwas dafür kann, es hat auch mit Politik etwas zu tun, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen möchte,
haben wir es geschafft, den Spieler für uns zu gewinnen. Bin dann nach Belgrad geflogen, habe dann mit dem Generalmanager gesprochen, davor mit dem Trainer. Und sie haben auch ihres dazu beigetragen, dass der Spieler zu uns gekommen ist. Gut, dann schließen wir das Thema Transfer jetzt einmal fürs Erste ab. Ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, was bei den Fans auch momentan sehr diskutiert wird, ist das ganze Thema Spielidee, Spielphilosophie. Es geht darum, dass momentan Salzburg halt der übermächtige Konkurrent ist. Und viele sich halt fragen, wie kann man diesen Gap, wie kann man diesen Abstand reduzieren? Einerseits hat Salzburg natürlich sehr, sehr erhebliche finanzielle Mittel. Andererseits, und das ist ein Punkt, der vielen sehr, sehr interessant ist, Salzburg arbeitet extrem wissenschaftlich. Für mich fast als alter Fußballromantiker fast wird das schon zu verwissenschaftlich. Man will diesen Faktor Unberechenbarkeit, der ja den Fußball irgendwo auch ausmacht, eigentlich fast ausschließen. Ja? Nur was kann Rapid da in Zukunft unter deiner Ägide, ich meine, als Sportdirektor bist du ja nicht nur für Transfers zuständig, sondern im Prinzip solltest du ja eine Vision oder Ziele für die nächsten Jahre haben. Das ist auch keine kurzfristige Angelegenheit, sowas, auch bei Salzburg hat es ja nicht geil funktioniert, sondern es hat ja auch Jahre gedauert, bis dieses System implementiert wurde und dann erfolgreich war. Was kann Rapid mit seiner Struktur, wie sie halt dastehen als Mitgliederverein, ohne Gönner, was kann Rapid da entgegenhalten? Jetzt nicht nur von der Idee her, sondern auch von der ganzen Infrastruktur, Trainer, eben wissenschaftlicher Background etc. etc. Zunächst einmal finde ich das überhaupt interessant, dass das jetzt so ein großes Thema geworden ist, weil als ich Trainer war, haben wir ein Gesamtsystem entwickelt für Rapid. Da hat es eine einheitliche Spielphilosophie gegeben, auch eine Trainingsphilosophie, ab der U13 bis hin zur Kampfmannschaft. Damals hat sich niemand geschert darum, damals war es jedem egal. Jetzt momentan, weil es vielleicht nicht so gelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit, ist es ein riesengroßes Thema geworden. Natürlich machen wir uns Gedanken dahingehend, was wir in Zukunft machen, wie wir uns verbessern wollen. Und es ist schon so, dass wir drauf und dran sind oder gerade dabei sind, diese sogenannte Spielphilosophie, aber es geht ja nicht nur um die Spielphilosophie, sondern es geht auch um die Trainingsphilosophie. Ja genau, das meine ich damit, das ganze Es geht um den Gesamtprozess, es geht um das Gesamtsystem und das wird noch einmal überarbeitet, also es wird einiges aus der Schublade herausgeholt, dieses wird überarbeitet, wir sind gerade mittendrin, statt nur dabei, es dauert etwas, weil wir bevor wir da irgendwas präsentieren, wollen wir schon gerüstet und gewappnet sein. Natürlich spielt auch die Sportwissenschaft eine ganz große Rolle im Fußball, im heutigen Fußball. Das ist auch bei uns so, nicht nur bei Red Bull Salzburg. Es ist auch bei uns so, dass bereits die zweite Mannschaft oder die U18, die U16 oder die U15 schon ganz anders ausgestattet sind, was die sportwissenschaftlichen Dinge betrifft, wie Laufvermögen etc. etc. Das war noch zu meiner Zeit, als ich Trainer in der Kampfmannschaft war, nicht der Fall. Also wir haben schon die Bedingungen dafür, dass wir etwas aufbauen können für die Zukunft und wenn man bedenkt, dass wir hoffentlich in Kürze auch unser neues Trainingszentrum beziehen können, dann wird das für erhebliche Verbesserungen sorgen und auch für Nachhaltigkeit und natürlich was die Arbeitsweise und die Arbeitsmethodik betrifft und auch das Controlling wird es sicherlich auch leichter sein für uns alle. Nein, es ist ja nicht, weil du gesagt hast, die Diskussion ist momentan so intensiv. Es ist ja jetzt nicht nur Salzburg, sondern es ist ja auch LASK und es ist auch vor allen Dingen der WRC, die ja mit ähnlichen Spielauffassungen wie Red Bull, man muss ja zugeben, relativ erfolgreich Fußball spielen, auch international. Und deshalb gibt es eben so dieses Rumoren, dieses auch aufgrund der leider Gottes sehr, sehr langen Zeit der Erfolglosigkeit, so, die arbeiten alle viel besser als wir, alle viel professioneller als wir, die haben eine Idee, wir haben keine Idee, dann gibt's, die haben ein Konzept, wir haben kein Konzept. Und deshalb diese Frage und deshalb diese Unruhe, die da jetzt teilweise herrscht, wobei in letzter Zeit, dank auch deiner Person, ist ja da etwas mehr Ruhe eingekehrt, auch sportlich hat sich das alles ein bisschen konsolidiert. Aber eben die große Frage bei, wie kann man diesen Rückstand auf, ich meine, ich gehe mal davon aus, LASK WRC wird sich kurz oder lang wieder einspielen, den Rückstand werden wir aufholen, aber Red Bull
ist halt schon eine harte Nuss. Ne? Ja, es ist und, ja, und definitiv eine harte Nuss. Ich bin auch Fußballromantiker und es ist schon so, aufgeben wird bei mir auch nichts. Und je größer die Herausforderung, desto besser. Aber man muss schon bedenken, dass Salzburg schon seit einigen Jahren, vielen Jahren, ein System entwickelt hat, wo sich jeder dran hält. Und das greift von Jahr zu Jahr. Und sie werden nicht schlechter, sagen wir so. Und sie haben in den letzten Jahren kaum Fehler gemacht. Und wenn, dann sind diese ja nicht in der Öffentlichkeit. Es ist schon anders, als also wenn du als Red Bull Salzburg noch schnell, weiß ich nicht, drei 16-Jährige kaufen kannst, um 9 Millionen und mehr. Also von dem werden wir nur träumen können. Und wenn mir irgendjemand sagt, na, Geld spielt kein Fußball oder ist nicht erfolgreich, dann ja, muss ich verweisen auf andere Ligen, ja, da, wo Bayern München ständig Meister wird, weil sie das meiste Geld hat, genauso wie Real Madrid oder Barcelona oder auch in England. Da, man kann durchgehen, man kann in verschiedene Ligen gehen. Derjenige, der das meiste Geld hat, das ist einfach so, das ist, da ist die Chance am größten, erfolgreich zu sein. Bei uns ist es so, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir dürfen auch nicht auf Salzburg schauen. Wir dürfen nicht irgendwo anders hinschauen. Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen schauen, dass wir unseren Weg finden, dass wir unser Gesamtsystem finden und nicht uns auf andere Dinge konzentrieren. Das raubt uns nur die Energie. Nein, aber für die Hoffnung auf einen Titel, ich meine, man muss sich vorstellen, ich weiß, dass sehr, sehr viele junge Fans noch nie einen Titel erlebt haben. Ja. Jetzt denkt man sich, in der Meisterschaft über 34 Spiele wird Salzburg schwer, oder 32 Spiele wird Salzburg wahrscheinlich momentan schwer zu besiegen sein. In einzelnen Spielen ist es möglich. Es bleibt halt der Cup, gut, der ist ja unglücklich, aber auch kein Thema mehr. Gib uns irgendwie eine Hoffnung. In welchen Dimensionen, welchen Zeiträumen denkst du? Also ich denke in kleinen Schritten. Ja. Für mich war es einmal wichtig, dass wir mal jetzt eine Mannschaft auf die Beine stellen, die mit der sich der Fan identifizieren kann, die wo es eine Freude macht, denen zuzuschauen, wo junge Spieler forciert werden, entwickelt werden, denen die Chance gegeben wird. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen bis jetzt. Ja. Diese jungen Spieler werden natürlich auch trotzdem einige Zeit brauchen, bis sie auf einem gewissen Level Konstanz in ihren Leistungen bringen. Das ist ja auch nicht einfach so wegzuwischen. Und ich glaube, wir sollten danach trachten, langsam zu wachsen. Ja. Die Reset-Taste ist ja bereits gedrückt worden und wir befinden uns am Beginn unseres Weges und der kann sehr steinig sein, kann sehr hart sein, aber kann auch sehr schön sein. Aber jetzt eine Prognose abzugeben, wann wir Meister werden oder wann wir um den Meistertitel mitspielen werden können, also es wäre sehr unseriös von mir, das mache ich sicher nicht. Es ist natürlich, wissen wir, dass der wirtschaftliche Unterschied sehr groß ist, ungeachtet dessen, wie schon erwähnt, ist es wichtig, dass wir auf uns schauen und wenn sie dann die Chance ergeben sollte, dann müssen wir einfach da sein. Aber das bedeutet wiederum, dass wir davor unsere Aufgaben ständig erledigen müssen. Aber die Gefahr bei diesen sehr guten und sehr vielen jungen Spielern, die wir momentan haben, ist natürlich, dass die, siehe Beispiel Maxi Wöber, siehe Beispiel Mert Müldür, halt dann auch relativ schnell wieder weg sind. Und dieses dass dann halt das Mannschaftsgefüge halt Jahr für Jahr oder sagen wir so alle zwei Jahre neu aufgebaut werden muss, ist halt auch immer wieder vorhanden. Und diese Ressourcen wie Salzburg, wo man glaubt hat, jetzt haben sie fünf Stammspieler verloren, jetzt sind sie eigentlich im Endeffekt noch besser als im Vorjahr. Diese Ressourcen haben wir jetzt haben halt nicht. Jetzt haben wir es nicht. Das muss man halt auch zugeben. Ne? Deshalb habe ich auch gesagt, wir befinden uns erst am Beginn unseres Weges. Es ist noch sehr viel zu tun. Es ist schon so, dass Rapid auch als Sprungbrett dient, nicht nur für Spieler, die dazukommen, sondern auch für junge Spieler. Wenn sie sich da durchsetzen, wenn sie Leistung bringen beim SK Rapid Wien, dann ist es durchaus möglich, dass sie einen Auslandstransfer machen, den ja jeder junge Spieler anstrebt. Das ist ganz klar. Wichtig wird sein, dass du vor allem im unteren Bereich dann so gerüstet und so aufgestellt bist, dass du es schaffst, diese Lücken schnell zu füllen und vielleicht sogar nochmal
nicht nur zu füllen, sondern diese so zu adaptieren, dass vielleicht bessere Spielernamen nachkommen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, das gebe ich zu, aber es ist nicht unmöglich. Ja. Aber wie gesagt, dafür braucht man Zeit. Und ich weiß auch, dass diese Zeit uns niemand gibt. Ja. Jeder ist sehr, sehr forsch und sehr fordernd. Es ist aber trotzdem so, dass wir einiges an Geduld aufbringen werden müssen. Wobei ich glaube, dass der Weg, der jetzt gegangen wird, diese Kombination mit Spielern wie Ulman, Stojkovic oder auch Koja, wo man erkennt, das sind Rapid-Spieler, ja, in der Ergänzung mit den Strebingers und Sonnleitners, die ein sehr hohes Standing bei den Fans haben und den Jungen, glaube ich sehr wohl, dass die Geduld da ist. Man hat es ja gesehen, ja, nach dem Salzburg-Spiel, ja, auch nach dem Hartberg-Spiel, normal vor einem halben Jahr bei einem 3-3 gegen Hartberg, jetzt werden schon über die Stadien pfiffen, die sind die Mannschaft. Also das heißt, glaube ich, hier ist sehr wohl in den letzten Wochen, Monaten etwas passiert, auch was sehr wichtig ist, positive Energie. Ja. Das war die letzten Jahre, da gebe ich dir recht, enorm viel negative Energie bei den Rapid-Spielen. Und das hat sich in den letzten Wochen, Monaten meiner Meinung nach merklich gewandelt. Ich wollte aber noch ganz kurz zurückkommen, welche Rolle spielt da die zweite Mannschaft? Jetzt im Moment ist sie sehr gut unterwegs in der Regionalliga, wobei die Resultate vielleicht jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende sind. Ist es mittelfristig das Ziel, dass es eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga gibt, beziehungsweise sucht man sich einen Kooperationsverein, wo 5, 6 Spieler von Rapid gleichzeitig dort sind? Beides ist möglich. Grundsätzlich sind wir für viele Dinge offen. Es wäre natürlich schön, wenn du Spieler hast, die aus der U18 rausfallen, die vielleicht noch nicht so weit sind, für die Kampfmannschaft des SK Rapid Wien. Und als Zwischenstep gibt es eben vielleicht eine Regionalligamannschaft und dann in weiterer Folge, wenn sie vielleicht nur das eine Jahr brauchen an Entwicklung, eine Mannschaft in der zweiten Liga oder Kooperationspartner in der zweiten Liga oder umgekehrt, kann es ja auch sein, dass die Zweiermannschaft aufsteigt irgendwann in die zweite Liga und du brauchst vielleicht einen Kooperationspartner für die Spieler, die aus der U18 rausfallen, die vielleicht biologisch noch nicht so weit sind. Man muss ja bedenken, dass wir in Österreich, glaube ich, wir Österreicher sind die einzigen, die haben die U15, U16 und U18 haben. International ist es üblich, dass du U15, U17 und U19 hast. Das bedeutet wiederum, dass die Spieler etwas zu früh in den Erwachsenenfußball losgeschickt werden. Du würdest es befürworten? Ich bin der erste Befürworter, genau. Ich bin der erste Befürworter dafür. Also ich bin definitiv dafür, weil du hast die U15, dann hast du einen Übergang in die U16 und dann kommst du in die U18, dann bist du der erstjährige U18-Spieler, hast vielleicht keine Chance, weil du biologisch noch nicht so weit bist. Da musst du noch ein Jahr warten, wo spielst du dann? Ja, und dann bist du zweitjähriger U18-Spieler und da gibt es vielleicht ein Überangebot, weil die nächsten U16-Spieler wieder nach oben wandern. Und also für mich gibt es ziemlich wenig Sinn. Also ich würde das so schnell wie möglich wieder adaptieren und umwandeln auf U15, U17 und U19. Gibt es da Bestrebungen, das aktiv anzugehen? Ich werde es sicherlich anführen, beziehungsweise werde fragen bei der nächsten Bundesliga-Sitzung, ob das angedacht ist und warum das so ist. Ja, weil ich glaube, wir haben das damals umdisponiert, weil es die Schweiz gemacht hat, der Schweizer Fußballverband. Und wir sind dem nachgegangen. Die Schweizer waren allerdings so schlau, dass sie das dann nach kurzer Zeit wieder gewechselt haben und adaptiert haben. Bist du da in Austausch mit Kollegen? Nein, noch nicht. Okay. Aber würde mich wirklich interessieren, ob ich allein da stehe mit dieser Meinung oder ob es den einen oder anderen gibt, der ähnlich denkt wie ich. Okay. Ganz kurz dann noch dazu passend, Trainingszentrum, gibt es da, was ist da jetzt von dem Trainingszentrum wirklich konkret zu erwarten? Und beziehungsweise gibst du auch Input, was noch gemacht werden muss, wie das ausschauen soll, von den Räumlichkeiten her, was die Burschen brauchen, beziehungsweise eben, was ist vom Trainingszentrum mittel- und vor allen Dingen langfristig zu erwarten? Natürlich bin ich in den Prozessen involviert, allerdings gibt es da Leute, die sich sehr detailliert mit dem beschäftigen und ich glaube, dass die das sehr, sehr gut machen, beziehungsweise bin überzeugt davon, dass die das super machen. Was wird sie verbessern? Du wirst in einem Gebäude sämtliche Mannschaften unterbekommen, also unterkriegen, wie
die Kampfmannschaft, die Zweiermannschaft, die U18, die U16, die U15. Du hast einen Speisesaal mit Köchen, also das ist schon auch, das ist eine enorme Verbesserung, was die Ernährung betrifft. Hast du andere Möglichkeiten? Ich glaube, dass das auch wieder 2-5% an Mehrwert ergibt, punkto Leistungssteigerung bzw. auch Regenerationsfähigkeit. Das ist ja unumgänglich im heutigen Profifußball. Dahingehend wird es natürlich erhebliche Verbesserungen geben. Und wie gesagt, du bist zusammen auch mit den Nachwuchsspielern, die sehen, ja, wie sie die Kampfmannschaftsspieler benehmen, ihre Vorbilder, sie wollen ja dorthin kommen, du hast es leichter und besser unter Beobachtung, die Nachwuchsmannschaften und die Kommunikation wird extrem verbessert. Das heißt, der Austausch findet schneller statt und ich glaube, deshalb sind es definitive Verbesserungen. Das Scouting wird ja auch teilweise noch aufgestellt. Es sind jetzt der Martin Hin und der Franz Marisch beim Team dabei. Du hast in einem Kurierinterview, bitte berichtige mich, gesagt, du willst wieder eine Schattenmannschaft. Du hast das vorher schon angesprochen. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Das heißt, du hast auf jeden Fall eine zweite Mannschaft in der Hinterhand quasi oder auf verschiedenen Positionen Spieler, wo man sich denkt, der könnte im Winter oder nächsten Sommer eventuell wechseln. Ja. Ist das so? Genau, es ist also jetzt oberflächlich skizziert. Jeder Scout bekommt ein Aufgabengebiet, das hat er zu bearbeiten. Es gibt Scouts, die für die Kampfmannschaft zuständig sind. Es gibt Scouts, die für die Talente im unmittelbaren Ausland zuständig sind. Es gibt Scouts, die für den Akademiebereich und auch für den Nachwuchsbereich zuständig sind. Das heißt, es ist einmal da gegliedert worden. Aber was die Kampfmannschaft betrifft, ja, es ist so, dass wir nachdem wir die Spieler beobachtet haben, dass es dann sogenanntes Schattenteam gibt mit 3-5 Spielern auf jeder Position, die sehr genau dann und immer wieder beobachtet werden. Nicht nur was die Spieler betrifft, sondern auch was Trainingseinheiten betrifft, ohne dass es die Spieler wissen, die beobachtet werden, damit wir uns dann sicher sind. Und aus diesem Bot heraus gibt es natürlich auch immer wieder Fluktuation. Das bedeutet, dass die Spieler dann vielleicht nicht mehr leistbar sind für uns, weil sie das Augenmerk gelenkt haben auf eine stärkere Liga oder auf andere Clubs und wir diese Ablösesummen nicht mehr bezahlen können. Deshalb fällt dann dieser Spieler heraus und kommt der nächste wieder rein. In diesem sogenannten Schattenteam befinden sich aber auch Spieler aus unserer Mannschaft, es befinden sich aber auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, wo wir glauben, dass der oder diejenigen Spieler Möglichkeiten haben, in Zukunft in die Kampfmannschaft des SK Rapid zu kommen und anzudocken, dort Leistung zu bringen. Auch diese Spieler sind in diesem Schattenteam dabei und werden gefördert, aber werden natürlich auch genauer unter die Lupe genommen. Und Steffen Hoffmann spielt da ja auch eine gewisse Rolle, speziell was jetzt die Akademie Mannschaft. Steffen in seinem Gespräch mit mir hat er ja gesagt, dass er eben die Spieler betreut. Ja. Ihn halt versucht, nicht nur im Spielfeld, sondern auch irgendwie so im Alltagsleben und so weiter auch in das Rüstzeug zu geben, um dann langsam Step by Step in einen erwachsenen Fußball geführt zu werden. Ja, Steffen Hoffmann ist unser Talentemanager und es ist so, dass er nicht nur seinen Namen spazieren tragt, sondern dass er wirklich einen Top-Job macht. Bin überhaupt nicht überrascht, weil er einfach den Fußball liebt und weil er einen sehr guten Zugang hat zu den Menschen. Und ja, er kümmert sich nicht nur um die Spieler auf dem Platz oder auch als Co-Trainer, macht er oft mit und immer wieder, sondern auch außerhalb des Platzes. Und da geht es auch um diese sogenannte Persönlichkeitsschulung. Und da ist er natürlich auch vorbildhaft und ist gar nicht so weit weg vom Fußball noch. Bis vor kurzem hat er ja selbst noch gespielt.
Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, den er hat. Und natürlich durch seine Persönlichkeit ist es so, dass er sehr, sehr glaubhaft ist, den jungen Spielern gegenüber. Das heißt, er kann ihnen ja schon sehr, sehr viele Dinge mitgeben, um Spitzenspieler zu werden. Und deshalb ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nicht nur für den Club, sondern auch für mich. Jetzt kommen wir dann schon langsam zum Ende. Jetzt nur eine Frage, wie siehst du eigentlich deine Zukunft langfristig? Hast du vielleicht noch einmal die Idee oder den Plan, noch einmal Trainer zu werden? Angenommen, weil der Didi ist so erfolgreich und er wird abgeworben. Okay. So ich gehe mal von dem Positiven okay, aus. Sehr ja. gut, das ist, du bist der Erste, das gefällt mir. Er wird abgeworben und könntest du dir vorstellen, wieder als Trainer zu arbeiten bei Rapid? Also grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen, weil einfach in unserem Job du nichts planen kannst. Ich habe jetzt den Job des Sportvorstands bei Rapid und das ist schon im Normalfall ein Job, den man längerfristig ausüben soll und muss, ja, wenn man etwas schaffen möchte. Aber trotzdem weiß man ja nie, wie es im was passiert in der näheren Zukunft. Deshalb bin ich weit davon entfernt, irgendwelche Pläne zu schmieden, was das Trainerdasein betrifft, weil ich im Hier und Jetzt lebe und deshalb gilt meine volle Aufmerksamkeit meiner momentanen Tätigkeit und ohne wirklich jetzt zu überlegen, ob ich irgendwann einmal als Trainer arbeiten werde oder nicht. Aber du schließt das jetzt grundsätzlich einmal nicht aus. Ich möchte gar nichts ausschließen. Ein, glaube ich, sehr guter Freund von dir, der Sergej Mandreko, einer der sogenannten Daltons, dem geht es leider nicht sehr gut. Hast du da aktuellere Informationen, wie es ihm geht? Ja, ich habe ihn besucht zu Geburtstag. Wir haben uns beide wirklich sehr gefreut auf das Treffen. Hat uns beiden sehr viel gegeben. Ich bin in Kontakt mit ihm. Ich glaube, dass er jetzt. Ja, ich weiß, wie es ihm geht. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was passiert, aber ja, ich bin mit ihm in Kontakt. Okay, gut. Gut, dann zum Abschluss noch würde ich dich bitten, ganz kurze Antworten. Ja. Ja. Rapid holt in Kürze einen Titel, weil wir gute Arbeit geleistet haben. Didi Küber und Zoki Barisic sind das ideale Duo, weil? Weil wir beide das gleiche Ziel haben. Das Format 12er-Liga mit Punkteteilung? Etwas gewöhnungsbedürftig immer noch für mich. Findest du es sportlich fair? Natürlich nicht, falls man die vor allem für denjenigen, der an erster Stelle liegt, so wie Red Bull Salzburg, die dann einholbarer sind als davor, ist es natürlich sportlich nicht gerecht, aber es macht das Ganze spannender. Gut, damit möchte ich das jetzt beschließen. Ich danke dir für die Antworten, für die Einblicke. Wünsche dir natürlich nur das Beste für unseren Verein. Dankeschön. Und ich danke den Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche allen wie immer eine schöne Zeit.